Hallo und willkommen, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Zurück mit unserem Europa Universalis 4 Spiel mit Österreich. Das letzte Mal haben wir eigentlich noch nicht wirklich gespielt, sondern nur einige Einstellungen getätigt. Was wir noch vergessen haben zum Anschauen, ist hier die einzelnen Gebiete. Wir haben hier Tirol, das ist eine Goldmine. Bei der ist es ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass wir... was müssen wir hoch machen? Die Produktion, wovon hängt die ab? Von was hängt die Produktion ab? Von dem hier oder von dem hier? Ah, davon. Das heißt, wir müssen das da verbessern. Ding habe ich gesehen, wir sollten das auf Level 10 bringen. Das bringt die größte Ausbeute mit dem geringsten Risiko, dass die Mine kaputt geht. Es gibt Möglichkeiten, das zu... genau. Das hätten wir machen sollen. Wie die Bürger besonders glücklich waren mit uns. Also jetzt nicht. Weil dann kommt es billiger. Weiß ich nicht, ob ich drauf warten soll jetzt. Machen wir es mal so oft wie können jetzt. Dadurch steigt unsere Produktion auf 3,5. Jeder Kick hat um 0,5 das erhöht. Das heißt, unsere Geldproduktion ist um einiges besser geworden. Darum geht es im Endeffekt. Ah, schaut, wir sind auf plus 3. Laut dem Ding hier. Na, schau dir was an. Ist doch schon schön. So, gut. Ungarn hat unsere Military Alliance akzeptiert und Mailand die Royal Marriage. So, dann wollen wir Mainz ist ein Elektor, oder? Ja, und die Elektoren Mainz, Köln, Pfalz, Trier. Mainz. Schauen wir mal. Mainz kann uns nicht heiraten. Okay. England und Frankreich haben angefangen sich umzubringen gegenseitig. Finde ich gut. Ungarn bietet uns eine Royal Marriage an. Ich habe keine Ahnung, ob das klug ist, das anzunehmen. Ah, die Legitimität sinkt um minus 2, aber dadurch steigt sie auch wieder stärker. Okay, wir wollen die schließlich beerben. So, stopp. So, wer ist das? Trier, genau, mit denen wollten wir eh auch eine. Und als letzten wollen wir noch Köln. Dann haben wir unsere Bündnisse zusammen. Ungarn, Mailand, Trier, Köln, Kölle. Wo ist Kölle? Wo ist Trier? Wo ist Köln? Köln. Die haben wir keinen von diesen Typen als Gegner, nein.
So, und damit hätten wir schon einmal einen Haufen Leute, die uns mögen. In Köln waren schon supi, in Mainz und die Pfalz nicht so ganz. Trier mag uns auch supi. Sachsen mag uns nicht so. Brandenburg wird uns schon noch mögen. Immerhin sind wir Feinde von Böhmen. Oder? Ja, das wird schon werden. So, dann gehen wir kurz vor Ende des Monats. Das heißt, wir werden anfangen, hier mal Claims zu machen. Hallo? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Build by Network. Ausgezeichnet. Ah, Mist. Den schicken wir leider nicht mehr dieses Monat. So, da wollen wir noch eine Allianz haben mit dir. Wieso können wir das noch nicht machen? Erst ab 12. Dezember, na gut. Finde ich gut. So, und dann, wenn wir das haben, werden wir beginnen, einmal unsere unsere Typen glücklich zu machen, indem wir ihnen. Wieso mögt sie uns alle nicht? Aha. Warum hast du minus 64? Viele glücklich haben. So, wir sollten aber wirklich noch einen. Ah, interessant. Wir sollten noch als Rival nehmen. Wir könnten Aragorn als Rival nehmen. Das wäre gar nicht einmal so blöd. Weil. Aragorn ist der Oberherr über Neapel und Neapel ist auch jemand, den wir auseinandernehmen wollen. So, welche Gebäude können wir bauen? Wir können auch keine Gebäude bauen außer Dings. Das heißt, wir könnten rein theoretisch uns ein paar Truppen zulegen. 6000 und 2000. So, was wir jetzt auch machen müssen in diesem Monat ist, wir kommen mal ganz schnell zurück von hier und von hier. Weil wir werden jetzt mal einen Insert schicken hierher. Und Aragorn wird
Das machen wir deswegen, weil dadurch steigt unsere Power Projection. Die ist wichtig. Weil. Warum? Wenn ihr euch das anschaut in dem Tooltip, wenn wir 25 haben, können wir einen Anführer mehr haben. Und wenn wir 50 Power Projection haben, kriegen wir plus 1 auf jeden der Monarchenpunkte. Das heißt, wir wollen die Power Projection möglichst über 50 haben. Power Projection kriegen wir dann, wenn wir Konkurrenten demütigen, auseinandernehmen, im Krieg besiegen oder sonst was tun mit ihnen. So, das heißt, auf dich mache ich auch noch ein Issue Embargo. Gut, und dann gehen wir wieder zurück nach Trier. Und. Nein, ach, kein Spy Network, Idiot. Proof Relations. So, kann man jetzt nicht machen, das heißt für den Monatstick. Drei würden mich wählen, das ist okay, drei reichen. Ah, der wird sich selber, weil der ihn wählen würde. Das ist natürlich blöd. Sonst würde ich mich wählen wahrscheinlich. So, von der Pfalz gehen wir mal weg. Weil wir wollen wieder. Da ein Spy Network bilden. Das Spy Network brauchen wir, weil. Damit sind wir dann in der Lage. Dinge zu verlangen von ihnen. Und wenn wir das haben, vielleicht sollten wir sogar, anstatt da freundlich zu sein, mit Bohemian. Ah, nein. Machen wir mal so. Passt schon eigentlich. So, vielleicht auch, ja, apropos, vielleicht sollten wir auch schauen, oh, wir haben sogar, ah, das ist der Typ, den wir von den Bürgern gekriegt haben, der ist eigentlich ganz gut. Oh, wo ist unsere Flotte? Auf hoher See, da Typen einsetzen, nein, gell. Fast mal kurz heim. Du kriegst nämlich einen Admiral, dann bist du nämlich noch besser, was das Trading Income betrifft. Ja, das Problem ist, dass wir. Nicht schlecht. Kommen gut. Kommen gut, 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 gut. Das Problem. Ah, der Kingdom of Italy and the Empire. Okay, das ist jetzt das, wovon ich geredet habe vorhin. Ich lese vielleicht vor. Das ist aber noch klein. For years now, imperial authority over the Kingdom of Italy has been waning. Successive emperors have failed to impose their will on the Italian states, and large areas that are formerly part of the empire have been lost to Venice and the Papal States, who reject the empire's right to them.
Unless northern Italy is firmly brought back into the empire, the states there may slip out of imperial control forever. Okay, wir haben bis 1550, also 105 Jahre Zeit. Achso, nein. Unless all of the region of the Kingdom of Italy is part of the empire before 1419 and stays inside it until... Ah, okay. Bis 1490 haben wir also nur Zeit, also 45 Jahre. Das kann ich immer so lang. 45 Jahre haben wir Zeit, um diese Gebiete hier, nämlich die vier und diese hier, wieder in unser, in unseren Einfluss zu bringen. Das ist einer der Gründe, warum wir eigentlich den Papst ganz gerne als Konkurrenten hätten. Vielleicht werden wir auch gleich auf den Papst ein Dings machen, ein Spy Network. Schauen wir mal, bringen wir mal Trier auf über 100. Und dann machen wir mal auf den Papst auch, was soll's. Langsamer schalten, weil es halt nicht aus. Ich kann das nicht so schnell spielen wie die anderen Typen. Was man natürlich rein theoretisch machen könnte, wäre immer während der Monate die kurz zurückrufen und am Ende des Monats dann wieder zurückschicken. So, wie schaut das aus bei euch? Schaut gar nicht immer so schlecht aus. Gibt Schlimmeres. Wen würden die wählen? Brunswick? Echt jetzt? Interessant. Im Deutschen Reich sollten wir schauen, dass möglichst alles so bleibt, wie es ist. Wir können, das ist ganz interessant, wenn wir genügend Imperial Authority haben, hier Sachen durchsetzen. Also wir können auch, falls jemand im Reich Krieg führt, denen, von denen verlangen, dass sie Sachen wieder zurückgeben. Außerdem haben wir diese Vorteile als Emperor, das ist ganz praktisch. Vor allem was die Manpower betrifft, ist das ganz praktisch. Was mit dem ist, braucht er so lang? Ah, wartet mal. Mist. Ah, wir haben erst Juli. Das ist noch nicht einmal ein Jahr vorbei. Im November, darf ich nicht vergessen, einigen Leuten was wegzunehmen. Dann sind sie prokrantiger noch auf mich. Was natürlich blöd ist, aber was soll's, da kann man jetzt nichts machen. Sind mit uns. Das ist die Goldmine in Schwarz, Silbermine in Schwarz. Ich weiß nicht, ob die irgendjemand von euch kennt. Diese Goldmine da ist eigentlich eine Silbermine.
Boah, sie macht plus 4 Geld zurzeit. Bist du irre? Sie macht allerdings auch Inflation. Oder? Ja. Boah, 0,1%. Das heißt, wir müssen Inflation dann wieder runterkaufen. Aber, tja, was soll's. Damit müssen wir leben. Ah, stopp. So, wir schauen uns jetzt diese Gebiete an. Welches von diesen Gebieten wollen wir denn als erstes erobern? 21, 14, 18. Roma ist echt cool. Können wir auch recht einfach erobern, weil es kein Fort hat. Ja. Wir claimen mal das. Nein, bleib noch drauf. Und da bleiben wir drauf, halt Treviso hätten wir auch gerne noch. Werden wir da weggehen und hier ein Spy Network. Ja, ich weiß. Und hier ein Spy Network starten. Das geht, weil über dieses Meerfeld können wir alle Gebiete beanspruchen. Die drei hier zum Beispiel. Was ich machen werde, ist zuerst Urbino beanspruchen. Das ist nämlich ein Vasall vom Papst. Das kostet mich 20 und wenn ich dann vom Papst auch was verlange, kostet mich das auch nicht mehr als 20. So ist das. Mal abgesehen davon, die zwei Gebiete hätte ich schon wirklich gern. Möglichst bald. Schauen wir mal, wie ist denn das mit denen? Haben die irgendwelche Bündnisse? Nur mit den Knights? Das ist eigentlich ziemlich modig. Wir könnten tatsächlich Ungarn fragen, ob sie sogar mitmachen. Die sollen dann da unten Dalmatien und Durazzo erobern. Wenn geht. Halt. Machen beim fröhlichen wir können sogar noch mehr Armee leisten, wenn wir wollten. Ich bin mir nicht sicher, ob wir mehr Armee brauchen. In den Let's Plays, die ich. Ah, warte mal, wir haben dritten Jänner, das heißt, wir könnten das abnehmen wieder. Das wird zu unzufriedenen Nobility führen. Boah, 18%, bist du deppert. Die hassen uns jetzt. Gut, aber Tirol war echt nicht das, was sie haben sollten. So. Sollen wir... Ja, wir müssen dann die Nobility später noch mehr Gebiete wegnehmen. Aber jetzt nicht, weil dann regulieren sie, wenn wir ihnen jetzt was wegnehmen. Werden damit leben müssen. Das Schöne ist, oder beziehungsweise, wir haben zwar jetzt minus 18%, aber es steigt in Richtung 50% an. Das heißt, auch das steigt Richtung 50%. Wenn wir über 50% sind, fällt es aber zu 50% ab, die Happiness. Das heißt, wir wollen zumindest bei der Nobility ist das überhaupt kein Problem, wenn die bei der Happiness immer irgendwie knapp unter 50% ist. Das bringt zwar auch einen Nachteil hier und einen Vorteil, wenn wir
wenn das grün ist, aber damit werden wir leben müssen. Über 60% haben wir mehr People Influence, das ist nicht schlecht. Und da haben wir über 60 eben die Development Cost ist geringer. Ja. An und für sich so starke Provinzen wie Tirol, wie man deswegen nicht den jeweiligen Dingen geben, weil da kann die Autonomie maximal auf 25% sinken. Und das bedeutet aber, dass die Provinz weniger profitabel ist. Das heißt, sie gibt uns weniger Gewinn her. Deswegen wollen wir das möglichst niedrig haben. Gut. Puh, 16.000 Mann, vielleicht sollte ich wirklich noch ein paar Leute ausbilden. Und zwar mehr davon. Das ist gut, weil ich glaube, genau, dann ist Venedig nämlich auch im Krieg gegen die Osmanen. Das ist fast schon perfekt. Wir warten trotzdem noch, bis wir einen zweiten Claim haben. Bringen aber bereits unsere Truppenstellung. So, wir schauen uns das dann noch an, auch was wir dafür brauchen. Ich glaube, die drei Provinzen und Brescia, aber Brescia könnten wir Mailand geben. Moment, sind die verbündet mit uns? Hm. Mal anschauen, wie das ausschaut. Nein, 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 wo war das? Da ist das, glaube ich. Rain in Northern Italy. So, wir brauchen Emilia Romana Area, Central Italy Area, except on the sea, Mainland Parts of Venezia, das heißt nicht Venedig, und Rom. War da irgendwie die Venezia ist das da, also diese drei brauchen wir. Das war Lombardei, das passt eh. Da, Emilia Romagna, also das da. Das da ohne Abruzzi, das ist ganz praktisch. Und Roma. Wir geben keine Military Accesses. Ja, ja, danke. Das wissen wir. Das wissen wir auch. Man kann sich ruhig zu dem Typen hier bewegen. Nein, auch dich lassen wir nicht durch, auch wenn ich dich mehr mag. Aber wenn du bei mir durch darfst, dürfen die anderen auch durch. Das ist ein bisschen problematisch. Hm. Ein Court Painter. Yay! Plus 1 Stabilität. Das ist ausgezeichnet. Gerade noch einen Krieg. Na gut. So, Herrschaften, wir haben wieder 30 Minuten um.
Ich hoffe, ihr schaut mir auch das nächste Mal wieder zu. Bis dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Schlaft gut und träumt was Schönes.